Aber das Coole ist, wir haben wirklich an jeder Seite vom Auto ein schönes Detail. Ansonsten ist das Auto super clean und sauber. Ja, die Details, die machen es halt aus. Gell? Also das Auto ist so clean, dass wir über die schön eingelegten Details das Ganze halt wirken lassen müssen. Genau, also wir kommen über die klassischen Proportionen und der Y0-Schnitt ist dann trotzdem die neue Monovolume. Dann halt hier und hier die Akzente schön sauber reinsetzen, also dass das Ganze nochmal kräftiger wird durch diese Verbindung auch von vorne nach hinten. Das ist wirklich ein Erlebnis, wenn das Lenkrad zum Beifahrer übergeben werden kann. Ja? Du fährst jetzt weiter. Also das gehört auf jeden Fall mit rein. Dieses Blech, es soll ja leicht sein, es soll sehr dekonstruktivistisch sein. Das Plexi ist auch super. Ein bisschen zu sauber. Ja. Aber es ist zu sauber und es ist nicht so automotive. Ja? Ja, für mich geht es einfach auch um die Erfahrung hier, wie weit kann Mini gehen, was kann Mini machen. Ja, das ist schön integriert, aber das ist echt sichtbar, welche Funktion hat so jedes Element hier. Nur in diese Position hier. Ich finde das jetzt super, also diese große geschlossene Form, das ist noch natürlich ein Mini-Thema, aber wir haben sonst mit einem gebrochen richtig radikale Formen, alles mit Linien und Flächen und das, was wirklich neu ist, wirklich keine Volumen mehr. Ja.